Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom New Lands. Ich werde hier heute entweder hauen wir ab von dieser Insel oder wir probieren noch ein bisschen was herum hier mit den Gegnern. Denn wie mir scheint, kam da plötzlich ein anderer Gegner in letzter Folge. Und ich frage mich, was es damit auf sich hat. Lag es vielleicht wirklich daran, dass ich dort plötzlich hingegangen bin? Ne, ich finde den Wald ja eigentlich schön. Na, jetzt müssten ja mindestens drei sein, solange wir hier nicht mehr waren. So lange wie wir hier nicht mehr waren. So richtig. Aber es sind einfach nur zwei da. Ja, rennt weg von mir. Wie ihm hinterher rennt, um zuzugucken. Oh, es ist ein Baum verschwunden. Die Abrodung des Waldes halte ich nicht für gut. Dann klatscht hier doch noch einen hin. Hier hast du Münzen. Ups. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber okay. Okay, die kommen nachher rein. Okay, ich baite die Leute einfach mal. Direkt hier vorne. Oh, hab ich einen Hunger, ey. Ich habe gar kein Frühstück gegessen, fällt mir gerade auf. Und es ist schon nachmittags. Mal gucken, wenn ich jetzt wieder hingehe, ob dann wieder diese komischen Fliegeviecher kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der plötzlich auftauchte. Okay, die kloppen trotzdem gegen die Tür. Kommt definitiv mit weniger Schaden weg. Okay, war Zeit, dass wir da hinten nochmal hinreiten. Und mal gucken. Oh, was denn hier los? Schützt ihr uns irgendwie? Ja, komm, ab ins Portal mit hier. Oh shit. Die kommen wirklich, wenn wir denen zu nahe kommen. Das ist interessant. Oh nein, scheiße.
Oh, ich bin so doof. Unsere armen Leute stehen doch noch draußen und nicht drinnen. Pferd. Recover bitte schneller. Ich weiß nicht, wie weit die noch von uns weg sind. Jungs. Lustige Geschichte. Ja. Eventuell habe ich den Gegnern erzählt, wo wir leben. Ey, der hat einen Bogen geklaut. Oh Gott. Lustige Story. Da kommt ein fliegendes, schnarchendes Vieh. Oh, dankeschön. Hier, du kannst losziehen. So. Hier. Okay, kommen diese Nacht dann wieder diese anderen? Diese anderen? Ich will nicht sagen, dass sie anders sind, aber sind nicht normal. Sind absolut nicht normal. Okay, ich bete die einfach hier wieder. Mit ein bisschen Bullshit. Dankeschön für die Münzen. Okay, ich wollte gerade fragen, kommt da jetzt noch jemand oder? Okay, da kommen echt viele. Ich glaube, wenn wir die weiterhin baiten, passiert ja nicht so viel Spannendes. Okay, das sind uns definitiv unsere Coins. Da können wir die Münzen. Dann würde ich sagen, in dieser Folge hauen wir dann jetzt mal ab. Oder wie lange geht die Folge eigentlich noch? Haben wir erst angefangen. Ja, hier gibt mal eure Abgaben hier. Abgabenskandal und so. Ihr wisst, wie es läuft. Dann werden wir jetzt wohl auf die nächste Insel wechseln. Oh, ich finde es schrecklich, wenn Leute hier in meiner Aufnahme im Hintergrund immer schreien müssen, weil sie sich aufregen im Videospielen. Ich hasse es, in einer WG zu wohnen. Ihr kriegt leider nichts mehr ab, sorry. Das Geld brauche ich.
Auf zu neuen Ufern. Die Krone ist sicher. Vorerst. Dann nun geht's auf der zweiten Insel weiter. Die zweite Insel. Nun ja, man sieht's. Wir sind hier gestrandet. Unser Geldbeutel ist überfüllt. Und Gegner können jetzt, glaube ich, von beiden Seiten kommen. Was ein relativ großes Problem darstellen sollte. Meine Investitionen gehen erstmal gleich in die Verteidigung rein. Und dann gucke ich gleich mal, von welcher Seite die Gegner kommen könnten. Ich bin auch der Meinung, auf dieser Insel kommen sie von beiden Seiten. Bin mir da jedoch absolut nicht sicher. Wenn sie jedoch von beiden Seiten kommen, haben wir ein Problem, weil wir dann haben dann keinen Placer Bauern. Ja, hier ist ein Portal. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut, dass da hinten auch noch ein Portal ist. Schöne freie Fläche. Irgendwo Wasser. Hier hinten. Ja, es ist zu weit weg. Das hier hinten ist mir alles zu weit weg. Ist unser Geld auch schon weg. Oh mein Gott. Scheiße, mach schnell. Mach doch! Oh Gott! Grab denn schnell deinen Hammer! Okay, ja, sie kommen definitiv von beiden Seiten jetzt. Das heißt, möglichst schnell sehr viel Verteidigung aufbauen. Ich brauche ein paar Bauarbeiter und dann gleich. Also Handwerker und dann gleich. Ich weiß, dass es Handwerker hassen, wenn man sie Bauarbeiter nennt. Katapult. Sie da gleich losschicken. Gleich die Wände hochreißen hier überall. Okay.
Hier hinten ist das Boot. Oh, sehr gut. Wir kriegen hier eine Kiste. Keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie etwas Heiliges. Was auch immer mit das bringt. Okay, ne. Wir haben echt nur das eine kleine Lager da, wo wir Leute rekrutieren können. Das ist ein großes Problem. Okay, nächsten Tag müssen wir hier alles aufräumen. Oh nein, der Weg ist so weit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sag's, wenn wir da jetzt hingehen, verlieren die Leute das Lager und wir verlieren damit die Chance auf Leute zu rekrutieren. Wenn wir das hier nehmen, verlieren wir den Händler. Unsere einzige Geldeinnahmequelle aktuell. Das ist scheiße. Können wir uns auch nächsten Tag gleich die Katapult. Wie ist die Messer von Katapult? Katapulten? Katapulte? Katapulte war's, ja. Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Können wir uns gleich ein Katapult holen? Oh Mann, ey. Und wichtig wäre auch zwei neue Bauarbeiter. Der wird definitiv Bauarbeiter. Den brauchen wir ganz dringend. Ehrenwert. Die Sache an der zweiten Insel ist das Problem. Wir haben nicht sehr viele Lager. Maximal zwei, glaube ich. Um Leute zu rekrutieren. Andererseits haben wir auch nicht genug Zeit, um viele Leute zu rekrutieren. Weil, Gegner zu stark sind. Ich würde mir ja gerne eine für schlechte Zeiten geben, aber ich weiß nicht. Ach komm, hier. So, dann schieb doch mal hier das Ding. Das Gefühl, die wollen das nicht schieben. Das ist doof. Ich habe kein Geld mehr. Jetzt müssen wir auf den nächsten Tag warten. Na super. Warten. Eine super tolle
Gameplay-Mechanik, die überhaupt nicht nervig ist. Ach man. Ist hier irgendwo Wasser? Hier hinten ist Wasser. Okay, das könnten wir probieren hier. Hier im Bauernhof aufzubauen. So geht auch dieser Tag zu... Sorry. So geht auch dieser Tag zu Ende. Wie lange ich dieses Let's Play machen werde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich so lange, bis wir die Krone verlieren. Was hoffentlich nicht in dieser Folge passiert. Vielleicht schaffen wir es ja, die Krone über den ganzen Kontinent hier drüber zu verteilen. Und uns so vielleicht ein riesengroßes Königreich auch zusammen zu trommeln. Okay. Okay, der da oben ist einfach der beste Typ. Okay, jetzt kommt erstmal das zweite Katapult. Und dann müssen wir die Bäume irgendwie entfernen. Ungefähr. Ah, jetzt schieben sie auch endlich mal das Katapult irgendwo hin. So eine Dinger hier hinstellen, so eine Wachtürme, beziehungsweise Bogenschützentürme. Kann sich dezent auszahlen, warum auch immer mein Gamesound eben übelst laut wurde. What the fuck? Ich spiele hier auf 8% laut, also 8% Lautstärke. Eben war es auf 98. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr mir gerade eben die Ohren wehtaten. Ich habe voll Ohrenschmerzen jetzt. Hier sind auch überall genug Leute. Hier sind zwei. Und an dem Katapult auch zwei. Drei Bogies. Vier mit denen da oben. Und auf der Seite. Drei Bogies. Und mit denen da oben sogar fünf. Ist okay. Ich werde zwei Obdachlose. Das Geld, was wir morgen bekommen, stecke ich definitiv nochmal in Bogenschützen rein. Da werden wir uns die zwei holen.
Und dann werde ich hier Bögen anbieten. Und dann werde ich auch gleich auf das Schiff gehen. Wobei, ich brauche den Bauern. Oh, der Bauer wird wahrscheinlich eh geradet. Von daher bringt das nichts. Zumal wir uns ja auch erst bis zu dem Bauernhaus da hinten durcharbeiten müssen. Da müssen wir die ganzen Bäume bis zu dem hier abreißen. Wir werden das probieren, wir werden mindestens einen Bauern holen. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das könnte schrecklich schief gehen. Drüben gab es keinen Angriff. Das ist sehr gut. Schlimm ist, wir haben auch nicht genug Geld, um das dahin zu werfen. Uns irgendwie zu schützen bei nächtlichen Angriffen. Ab. Tag 5. Also wir brauchen definitiv mehr Bogenschützen. Die Sache ist, wann ist der richtige Moment, um aufzuhören? Ruppen wir erstmal hier den Baum weg. Anstatt sich einer... Ja gut, ich wollte gerade sagen, statt sich einer von den beiden hier bewegt, muss einer von da hinten ankommen. Gleich den nächsten. Wir ziehen jetzt hier durch. Ich finde es gut, dass wir immer wieder den Coin zurückbekommen. Den nächsten. Und der nächste. Und der nächste. Der. Sam, kann ich bitte, danke. Der Baum. Und dann der. Und dann der. Und dann der hier. Klar, hier vorne könnten wir dann die neue Grenze hin machen. Da wären die sogar safe für uns drin. Und hier vorne kommt ein Verteidigungstower hin. Aber jetzt geht erstmal der Blutmond los. Hoffentlich keine Death Knight. Wir ziehen hier erst die Verteidigung hoch und dann wird Bauernhof gebaut. Wir müssen hier langsam anfangen, mit Strategie vorzugehen. Sobald da vorne die Verteidigung steht, brauchen wir noch zwei Bauarbeiter, um die Katapulte schneller zu reloaden.
Grenze da hinten kann leichter eingenommen werden, weil die halt nur einen Verteidigungsturm haben. Hier haben wir zwei Verteidigungstürme. Die machen aber auch mehr Damage, als sie eigentlich sollten. Okay, du kommst mit. Wir können jede helfende Hand gebrauchen. Das ist die Sache. Tag 6 schon, das finde ich nicht gut. Die Zeit rennt uns davon. Oh mein Gott, hier ist auch einer. Vorne bauen wir auch einen Tower hin. Damit wir da vorne schon mal was auf uns zukommt weghauen können. Nein, ich muss den Hirsch in die Gegenrichtung steuern. Also jagen. Okay, die Grenze definitiv höher. Den Tower auch gleich erhöhen. So, jetzt kommt der Bauernhof. Ich verstehe nur nicht ganz, wie wir mit dem Boot abhauen wollen, wenn auf beiden Seiten ein Portal ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, wie er steht. Okay, und danach farmen wir hier mit den Bäumen ein paar Coins. Und dann bauen wir das hier aus. Das ganze Gebiet hier können sie nutzen, um anzubauen. Keine Arbeit. Dann werdet ihr beide Bauern. Ihr beide werdet einfach Bauern. Da ist das Mikrofon wieder. Aua. Ausgegangen. Weil das Teil, woran ich das bedienen kann, das Mic, das Headset, ist ja einen guten Meter langen Kabel von mir entfernt und das baumelt an meinen Beinen. Und wenn ich denn die Beine ein bisschen Wege überschreite, überschlage, dann kommt es halt vor, dass ich aus Versehen auf den Mute-Knopf komme. Ich brauche euch eigentlich. Ich brauche auch das Geld. Und doch, ich hole die, damit der Platz für neu ist. So kann ich dann vielleicht mehr Bürger fahren. Ist natürlich teuer für uns, aber... Naja. Alter, jetzt war ich... Es lag mein Bein genau auf der... Vene.
Von dem anderen Bein, das tut jetzt voll weh. Okay. Und gleich erstmal hier wieder zurück. Bauern rekrutieren. Rekrutieren. Alter, das Wort ist schrecklich. Machen erstmal zwei Bauern und der Rest muss eigentlich dann erstmal wieder wachen werden. Jetzt aber erstmal hier drüben hin. Und ein bisschen farmen. Problem ist, der Obdachlose könnte sich die Coins von den Bäumen schnappen. Ja, wird er zum Coin Master. Wie hoffe ich, den wird es jetzt noch bringen. Bis jemand nach einem Smiley in die Kommentare schreibt. Solange mache ich den Witz noch. Ich bin übrigens ein Fan von unserer großbusigen Königin. Guckt euch das an. Und sagt mir nicht, das ist die Schulter. Das ist definitiv Busen. Okay. Es wird gleich dunkel. Schneid sie durch. Sehr gut. Komm mit. Ja, du musst dich auch nicht beeilen. Und der rennt jetzt zurück ins Hauptdorf. Lull. Müssen wir das unbedingt ausbauen da hinten. Hier schnell catch und dann ab rein da. Gott, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Oh, hätte der mich jetzt berührt, hätte er mich angesprungen. Ich habe keine Münzen, die er mir klauen kann. Dann hätten wir jetzt gerade die Krone verloren. Okay, wir haben zwei Bauern. Noch verteidigen sie, verteidigen die das ganz gut. Alter. Mein Deutsch ist einfach komplett im Arsch. Gib her, dann bauen wir den da, den Bauernhof aus. Damit sie da wohnen können und mehr Geld scheffeln. Es fehlen zwei Münzen. Bitte lass uns aus diesem Baum zwei Münzen kriegen. Ja, oder wir nehmen die hier. Dankeschön, Jäger. Bist ein cooler Dude. Ich finde sowohl die Landschaft im Hintergrund schön, als auch die Spiegelung im Wasser. Gefällt mir echt alles gut. Da bauen sie langsam an. Das ist wunderbar.
mal gleich zwei neue Bogenschützen holen hier. Okay. Dann machen wir vielleicht die Bäume bis hier hinten hinweg. Und bauen hier noch einen Tower hin. Hoffentlich ist das dann nicht zu nah an den hier. Weil sonst verschwinden die. Es könnte aber schon zu nah sein. Okay, da wir jetzt die Bauern safe haben, müssen wir jetzt auf Bogenschützen spielen. Für Verteidigung. Und wenn wir davon genug haben, müssen wir definitiv auf Geld gehen. Und dafür haben wir ja die Bauern zum Glück. Weil dann muss das Boot fertig gemacht werden. Natürlich klingelt jetzt jemand.